Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Euro Truck Simulator. In der letzten Folge sind wir in Genua angekommen und von hier aus soll es direkt weitergehen. Die Idee war ein kleines bisschen Richtung Osteuropa, weil da viele neue Bereiche sind, die ich auch so noch gar nicht gesehen habe. Und in der Weltkarte kommen uns die Aufträge entgegen. Und zwar haben wir die Chance, eine Yacht, die sogenannte Queen V39, hat einer 38, hat er schon versenkt, das ist V39, in die Slowakei zu bringen, nach Kaschau. Und das ist doch eine schöne Tour, viel weiter Richtung Osten kann es gar nicht gehen. Und genau das soll unser Ziel sein. Also Yacht angewählt, als Navi-Ziel einstellen. Wir machen die Scheibenwischer an. Oh, ich auf Stufe 2 und dann gucken wir mal. F3. So. 3 Kilometer. Okay, kein Problem. Also, los geht's. Wir sind wieder live im Livestream. Wer hätte das gedacht, dass ein Livestream live ist? Und ich begrüße erstmal alle Zuschauer ganz herzlich. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich mit euch, ein paar Kilometer auf der Straße zu machen. Und ja, ist jetzt die erste Folge an diesem sonntäglichen Stream. Da muss ich auch immer erstmal wieder ein bisschen warm werden. Und freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Viele bekannte Gesichter sind schon hier. Dirk ist dabei, Marvin ist dabei, Keltig ist dabei, Knarre ist dabei, Dominik ist dabei. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag, inklusive dem, was wir jetzt hier vorhaben. So, gleich die nächste rechts. Oh, oh. Super Start. Oh, Ford Mustang. Ich sagte ja, ich muss erstmal wieder ein kleines bisschen reinkommen. Okay, so, Dirk schreibt gerade, das Schiff, ein Schiff ist breiter wie 11 Meter und länger wie 50 Meter nach der, die ich gefunden habe. Alles klar, das habe ich nicht gewusst. Es gibt selbstverständlich dafür eine Definition. Wir hatten gerade im Vorfeld darüber gesprochen, ab wann ist ein Boot ein Schiff und wann ist ein Schiff eine Yacht. Aber ein Schiff ist es, wenn es breiter als 11 und länger als 50 Meter ist. Hier wieder edukative Unterhaltung im Stream von Mr. McCracken. Gratis sozusagen. Alles für ein kleines Däumchen bekommt ihr. Und Dirk, vielen lieben Dank für diese Info. Klasse. Also, dann war das, glaube ich, Quatsch, weil das ist auf keinen Fall länger als 50 Meter. Aber wir fahren jetzt hier, glaube ich, in die Marina, oder? Jo, schaut euch das mal an. Abgefahren. Abgefahren. Das war eine schöne Fahrt. Fand ich auch. Zack. Enter. Aufträge. Wir nehmen die Yacht. Auftrag annehmen. So, jetzt hier auf gar keinen Fall in die Slip-Anlage rein. Einmal das Boot angekoppelt. Tevi Theodor. Wunderbar. So, und jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir gleich mal Folgendes. Tom ist auch dabei. Tom Deluxe, grüß dich, Tom. Herzlich willkommen im Stream. Freue mich, dass du dabei bist. Gut, dann stellen wir uns mal einmal hier so hin. Das ist ein schönes Ding. Dann drücken wir Escape. Fotostudio, Fotomodus. Leertaste. Ja, Sonnenschein. Ein bisschen im Sonnenuntergang. Oh, ist doch gar nicht schlecht, oder? So, machen wir es. Foto machen. Linke Maustaste. Okay. So, dann setzen wir uns erstmal in den Truck und planen unsere Route. Also, was müssen wir machen? Wir haben 10 Stunden Zeit. Das ist erstmal okay. Wir haben 45, also wir können 10 Stunden jetzt ohne schlafen. 45 Stunden müssen wir da sein. So viel sei schon mal gesagt.
Dann schauen wir mal, wo wir unsere erste Pause machen werden. Unsere erste Pause sollten wir also so in 8 Stunden ungefähr machen. Jetzt bin ich überfragt, wo ist denn die Route hier? Hier. Puh, gar keine Ahnung. Hier, da sagt er uns jetzt, Fahrdauer bis zum Wegpunkt 12 Stunden. Okay, wir sind also zu weit. Ganzes Stück zurück. Hier vielleicht. 7 Stunden 23, das macht, glaube ich, Sinn. Dann haben wir hier den Punkt schon mal gesetzt. Gehen nach innen. Und ihr gebt mir bitte nochmal ein Feedback, sollte der Sound nicht passen. Ich habe jetzt alles etwas lauter gemacht. Ich hoffe, ihr hört mich noch vernünftig und das Auto trotzdem. Und ein bisschen Musik im Hintergrund wäre auch nicht schlecht. Und wenn wir das alles irgendwie hinkriegen, dann merke ich mir auch mal, welche ganzen Einstellungen das sind. Dann müssen wir das nicht jedes Mal wieder von vorne machen. Auf geht's. Also 1414 Kilometer, 20 Stunden 31 auf der Uhr. Erstmal raus hier aus Genua auf die Autobahn. Je eher ran, je eher davon. Und dass es hier in Italien ausgerechnet hier regnen muss. Und schön. So. Fahren wir hier mal lang. Was war das? Also bei uns ist das Wetter jetzt in Real Life gerade wieder so eine Mischung aus etwas kühler. Warum? Okay, ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen besser aufpassen mit dem Ding. Na gut. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. Alles klar. Das ist ja schon mal wieder ein spitzenmäßiger Start in diesen Sonntag. Erst gegen das Schild gefahren. Es ist aber auch. Stegi, kannst du mal nachmessen, ob wir vielleicht doch über 11 Meter breit sind? Was muss ich hier machen? Geradeaus, okay. Guck dir das mal an hier. Das ist aber auch ein schönes Ding. Klasse. Ah, das wäre die Größe, die würde mir gefallen. Gebe ich zu. Na gut. Also jetzt Konzentration in den Kurven, muss ich aufpassen. Das ist sehr, sehr, sehr breit. Viel breiter als wir, das Schiff. Stegi misst gerade nach. Der ist hinten auf dem Deck, Zollstock. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu. So, wir fahren raus aus Genua. Als Station. Jo, also, da war ich schon wieder übers Wetter am Quatschen und fahre erstmal dem anderen LKW rein. Unschön. Gut ist das tatsächlich, dass es mich ja nicht mitbekommen hat. Oh, das ist ja mal wieder super eng hier. Was soll das denn? Hautstelle. Oh, Freunde. Freunde! Das ist, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe, das weiß ich noch nicht. Kreditrate wurde abgebucht. Wir sollen rechts abbiegen. Machen wir. Richtung Milano. Okay, Dirk schreibt gerade, er hat nachgeguckt, er sagt 11 Meter Breite Achten Sie auf die wird knapp. Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay. So, wir gucken nach hinten. Alles gut. Einmal rüber. Dann gehen wir wieder rein. Fahren gleich ein bisschen von außen. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen von innen. Licht ist an, passt. Wir dürfen 80 fahren. Tempomat geht an, 80 eingestellt. Na dann, mit dem Schiff hinten drauf. Gucken wir mal. Tom schreibt, die Straßenbreiten sind sowieso völlig unrealistisch. Wow. Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich heute wirklich fahrtüchtig bin. Aber eins weiß ich ganz genau, wir werden definitiv kein Geld verdienen. Oh nein. 1.100 Euro. Na gut.
Wenn ihr sehen wollen würdet, wie man das Spiel hier richtig spielt, wärt ihr ja eh woanders, von daher. Aber ich mach's nicht mit Absicht, gebe ich offen zu, wie cool ist denn jetzt bitte hier diese Auffahrt? Einfach mal so 30 Meter Höhe in den Ort geballert. Dominik schreibt, das wird teuer. Ja, Dominik, da gebe ich dir recht. So, wir müssen hier irgendwie versuchen, durchzukommen. Auf jeden Fall ohne noch mehr Schaden zu verursachen und ohne noch mehr Geschwindigkeitsregelung zu überschreiten. Aber es war 80, ihr habt es gesehen, und plötzlich wurde es 60. Das hatte mich dann komplett verwirrt. So, wir sind wieder auf der Straße. Na dann. Wir bleiben auf der A7. Kein Problem. Keltik schreibt, gibt kein richtig oder falsch. Naja, Keltik, ich sag mal so. Irgendwo gegenfahren und zu schnell fahren ist auf jeden Fall nicht so nah an richtig wie an falsch. Okay, Dirk macht gerade den Vorschlag, wir sollten das Boot auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Und dann uns ins Ausland absetzen. Das heißt, wir spielen dann ab nächste Woche American Truck Simulator. Und mit der Kohle mussten wir rüber machen. Ah, du sammelst halt gern Punkte. Ja, solche nicht, um ehrlich zu sein. So, wieder 80. Dann fahren wir auch 80. Sonst schaffen wir unseren Rastplatz nicht. Wobei, das sind so Kurven mit so einem Boot, ob ich die mit 80 fahren möchte? Ich weiß es nicht. Aber immerhin aufgehört zu rechnen hat es. Wunderbar. Wunderbar. 12 Leute hier im Stream, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr hier vorbeischaut. Ich freue mich total. Schreibt gerne mal ganz kurz was im Chat, dann startet auch eure Bonusmeilenberechnung, die ihr mit Ausrufezeichen Points auch einsehen könnt. Ich liebe ja solche kleinen Sammelspielchen. Ja, hast du schon recht, Celtic. Dann sammle ich wohl tatsächlich ganz gern Punkte. Astrein. So, ja. 80 dürfen wir fahren. 1329. Also es wird eine ganz schöne Strecke, definitiv. Ich fühle mich jetzt erstmal wohl. Gewöhne mich jetzt erstmal ein kleines bisschen an die Fahrt. Sehr schön. Gut, was hat es so Neues gegeben in der letzten Woche im Gaming-Bereich? Ich überlege mal. Ich habe so viel tatsächlich nicht mitbekommen. Zumindest im Flugsimulator-Bereich gab es keine großen Neuerungen. Kein Flieger von den erwarteten rausgekommen. Wir sind in der Lombardei. Das war mir neu. Und hier in ETS hatte ich ja letzte Woche schon den Jazzycat Sound Mod installiert. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Auswirkungen hatte auf die Sounds. Für mich sind die noch genauso. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, das passte von den Versionen nicht so richtig. Ich habe sie trotzdem einfach installiert, habe aber das Gefühl, dass das nicht passt. Also die Sounds sind, ich habe nicht einen anderen Sound gehört seitdem. Da muss ich nochmal gucken. Aber ich habe, ist irgendwie alles outdated. Also ich habe keinen Sound gefunden zu einer Version, die auch nur annähernd zu den Jazzycat AI-Vehicles passt. Ich versuche einfach mal hier zu bleiben. Warum sollte das nicht klappen? Telepass sieht erstmal gut aus. 26 Euro Maut. Ich würde sagen, ein Viertelpfund Autobahn. Da hinten sieht es doch schon wieder so nach Regen aus. Parma, Bologna, Verona, klingt alles lecker, ne? Italien ist ein wirklich schönes Land. So, bitte rechts halten. Okay, machen wir.
Gibt da nichts Schöneres als auf einen Sonntag so eine richtig schöne lange ETS-Tour. Jeden Fall vierstellige Kilometerzahl. Jo, mach ich. Das habe ich gelernt. Da wollen wir es mal nicht übertreiben. Links halten. Jawohl. Okay, so, dann gucken wir mal, ob wir das Ganze wieder in unserer gewohnten, etwas schräg von hinten Manier filmen können. Jetzt mit dem Boot macht sich das, glaube ich, ganz gut. So, wir dürfen 80 fahren, es geht schon wieder bergab. Tempomat geht rein. Ja, ansonsten, was kann ich euch erzählen? Ich habe jetzt am Wochenende die neuen Castlenau-Folgen aufgenommen. Und normalerweise poste ich ja ganz gerne im Supporter-Bereich von unserem Discord-Channel die Cover. Aber das habe ich jetzt mal mit Absicht bei den Castlenau-Folgen nicht gemacht. Sondern... Das sollt ihr dann sehen, wenn sie kommen, passieren ein paar wirklich gute Sachen. Das Projekt macht mir gerade extrem viel Spaß, gebe ich zu, weil das war ja mal so ein bisschen, ja, eintönig und inzwischen haben wir uns da ganz gut an den Haaren aus der Suppe rausgezogen und haben viele interessante Aufgaben, die parallel laufen. Das ist echt spannend. Celtic sagt, Daumen ist geklickt, bin auch schon wieder weg, habe Verabredung mit 4 Pferden. Celtic, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank für deinen Daumen und deinen ständigen Support hier auch in den Streams. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Grüß die Pferde und vielleicht bis nächste Woche. So, wir gehen wieder nach innen. Louis sagt, Servus. Servus, Louis. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Sonntag. Herzlich willkommen im Stream. Okay, los geht's. 1225 Kilometer. Celtic, mach's gut, tschüss. Rechts halten, ja, habe ich gemacht. Und zwar mit Absicht. Ging ja auch gar nicht anders, ne? So, ich muss, glaube ich, gestehen, diese ganzen... Also richtig osteuropäischen Länder, also jetzt nicht Polen und Tschechien, sondern so richtig. Da war ich, glaube ich, auch noch nie. Ich weiß, dass ich diese Erweiterungssets mal gekauft habe. Yep, danke für den Hinweis. Und ich wollte dann das auch spielen, habe dann ein neues Profil angefangen und bin dann wieder irgendwie durch Zufall nur in den Westen rumgefahren. Also ich glaube, für mich kommen jetzt komplett neue Bereiche. Tempomat geht rein bei 40. Einmal sind wir ja schon geblitzt worden. Also da bin ich echt mal gespannt. So, 80 ist erlaubt. Links rüber. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Okay. Ja, ansonsten kann ich euch jetzt schon mal sagen, nächste Woche Sonntag wird es keinen ETS-2-Stream geben. Nächste Woche Sonntag streame ich die 300. Folge der Wild West. Da ich hatte erst überlegt, beides zu machen, vormittags oder nachmittags, das kriege ich aber zeitmäßig leider nicht unter. Links halten, machen wir. Kriege ich leider zeittechnisch... Oh, Flugzeug oben. Irgendwie ist das auch so ein bisschen die Kombination hier aus Flugsimulator, Farming-Simulator und den ganzen anderen Simulatoren. Ist auch schon echt cool. Also nächste Woche Sonntag ungefähr um 14 Uhr wird es die 300. Folge der Wild West 300 geben. Ich habe, um ehrlich zu sein, nichts Großes vorbereitet. Hier in der kleinen Runde kann ich es ja sagen. Wir haben... einfach nur eine Menge Geld und ich habe Lust, es zusammen auszugeben im Stream. Also in-game. Nicht falsch verstehen.
Und ja, ich habe mir gedacht, wir kaufen uns vielleicht mal ein paar Traktoren, wir kaufen uns ein paar Felder, also ein Traktor, ein Feld oder ähnliches. Was jetzt hier schon wieder? Achso, ich bin schon wieder sehr, sehr schnell. Tempomat ist drin, ich muss mal gerade gucken, wo drin ist. 76, wir stellen ihn auf 80. Können wir mal ein bisschen drin bleiben. Und ja, wie gesagt, also zwei Streams schaffe ich leider den Sonntag nicht. Daher hat die 300 dann sozusagen Prio. Louis fragt, wo hast du die Yacht geklaut? Louis, habe ich am Hafen beim Glücksspiel gewonnen. Ja, bin mit einem Vierling gegen ein Full House angetreten und ja, LKW gegen Boot. Er hat verloren, jetzt ist unser Boot. Ich fahre es nach Osteuropa, da setze ich es auf den See, da findet es keiner. Das ist so die Idee dahinter. Dominik schreibt, ich habe ETS jetzt auch wieder installiert, auch mit Promods. War gestern erst irgendwo in der Ukraine unterwegs auf Schotterpisten, war auch lustig. Ja, da freue ich mich drauf. Ich glaube, da sind ein paar echt coole Gimmicks eingebaut, auch von Promods nochmal. Da freue ich mich. Freue ich mich drauf, definitiv. Dirk schreibt, schade. Dirk, ich schätze mal, du beziehst dich auf den ETS-Stream. Ja, wie gesagt, ich muss da mal gucken. Mit Job und Familie soll das ja auch alles vernünftig in Einklang stehen. Und ja, beides habe ich dann leider nicht untergekriegt. Deswegen, wir werden dann schauen, dass wir die Woche drauf dann wieder etwas länger streamen. So habe ich mir das eigentlich überlegt. Und ich weiß ja von dir, dass du auch die Wild West guckst. Also vielleicht hast du ja auch daran Freude. Aber ich geb dir recht, also die ETS-Streams machen schon und machen schon sehr, sehr viel Spaß und gehören zu so einem schönen Sonntag irgendwie schon fast dazu. Aber, oh, Vorsicht, Unfall. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Ja, also wie gesagt, das wird, glaube ich, auch okay. Wir werden uns da schön was ausdenken. Louis schreibt, klingt nach einem Plan und Dirk schreibt, auf das Geld ausgeben, Familie geht vor. Ja, also sehe ich auch so, ne? Also es ist ja im Grunde alles Hobby hier. Aber mir macht es natürlich auch selber extrem viel Spaß, aber ja. Gut, also, noch 1100 Kilometer. Und, ich werde jetzt mal gleich ganz kurz schauen. Da vorne ist ein Tunnel. Was ist hier links? Ein großer Funkturm. Sieht ein bisschen aus wie in Hannover. Aber wenn wir jetzt in Hannover wären, hätten wir was falsch gemacht. So viel steht erstmal fest. Oh, hier steht wieder ein Drescher. Tunnel. Ja, gibt's denn irgendwie, ich habe bei uns auf dem Discord mal meine Mods abgescreenshottet und da reingestellt, weil die Frage ab und zu ja mal kam, mit welchen Mods ich spiele, habe die Nachricht angepinnt, sodass man die auch immer gut sehen kann. Und wenn ich dann was ändere, dann tausche ich die Screenshots entsprechend aus. So dass jeder da gerne mal reingucken kann. Aber wie gesagt, die Sound-Mod von Jazzycat scheint zumindest bei mir nicht zu funktionieren. Okay, so. Wir sind schon wieder ganz gut fortgeschritten in der Zeit, also werde ich ganz kurz hier einmal anhalten. Mit unserem großen Schiff. Neu berechnen. Und wir stellen uns einfach hier nur mal ganz kurz an die Seite. Ohne großen Aufwand. Sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.